Hey Freunde, was geht, euer Wizard am Start? Ich habe eine schöne Box zum Unboxen. Und ja, ich will dann eben ein bisschen labern, was bei mir so abgeht. Grundsätzlich würde ich ja gern mehr Videos machen. Ich meine, ich schaue, dass ich jede Woche ein Video mache. Aber daher, ich will meine Kreativität anregen. Und es ist jetzt so, dass ich dabei nicht so viel Geld bekomme. Beim BBO kriege ich grundsätzlich einmal weniger Geld. Also ich verdiene 2 Euro in der Stunde, aber das Ziel vom BBO ist, dass ich wieder in den ersten Arbeitsmarkt komme, beziehungsweise eine Lehre anfangen kann, dass es quasi zweiter Arbeitsmarkt ist. Das bedeutet einfach nur, dass es nicht so stressig ist und so und man verdient halt weniger. Es ist halt ein soziales Projekt von der Caritas. Ich lese das gut. Viel Spaß mit deinem Mystery Box Gaming wünschen dir Anna und Chris von Yalumi. Danke Anna, danke Chris. Schauen wir, ob ich Spaß daran haben werde. Auf jeden Fall, wo war ich? Ja, BBO. Ich suche jetzt eine Lehrstelle als Medienfachmann, zum Beispiel oder irgendwo bei Radio und Fernsehsender. Ich bewerbe mich halt bei vielen Leuten, ein paar mit Initiativbewerbungen und bei der restlichen so als eine Lehrstelle. Das ist das erste Gimmick. Gimmick, 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 Gimmick. Was ist das? Ich habe noch keine Ahnung, was das ist. Kurzer Schnitt. So, liebe Freunde, ich habe mir das kurz angeschaut. Ich werde das nachher am Ende vom Video nochmal herzeigen, wie das ausschaut. Papier! Auf jeden Fall. Wie geht's meiner Psyche so? Anscheinend nicht so Spaß. Das schaut aus wie ein Gameboy. Auf jeden Fall, wie es mit meiner Psyche ausschaut. Ich habe jetzt Urlaub bis nächsten Donnerstag, nächste Woche Donnerstag. Und irgendwie, weiß ich nicht, bin nicht so ganz auf der Höhe gerade, aber es geht, es passt schon. Ich will es doch mal anschauen. Das schaut toll aus. Richtig toll. It's a fucking Game Boy. It's a fucking Game Boy. Oh! What the fuck was it, Digga? So, neue Startbrücken. Da kann man sogar 2 Spiele spielen. Und ich würde euch gerne zeigen. Vielleicht kann ich so verkehrt spielen. Ich probiere es einmal. Ich sehe es nicht gut. Okay, funktioniert nicht, aber. Das sind. Man kann halt auf Chinesisch stehen, nur dass man sich was vorstellen kann. Das sind. Das sind 400 fucking Minigames sind da oben, Alter. Wenn ich einmal berühmt werden sollte. Und 1 Million Abos verschenke ich diesem Gameboy. Aber cool. Yalumi, geilste Überraschungsboxen. Ich habe mal so einen, füge ich vielleicht ein. Tatsächlich. So, einen coolen Stuff-Überraschungsbox gehabt. Stoff. Das war einfach Stoff. Cool Stuff. Stuff wie Stoff halt dann.
Fail.com. Okay, wo waren wir mal in die Bänden? Ja, eigentlich geht's mir ziemlich gut. Mir geht's ziemlich gut. Powerful Tape. Leute. Was ich noch sagen wollte. Vorher muss ich das probieren. Real Gummy Snake. Obwohl, wenn ich das. Irgendwie würde ich es gerne probieren. Aber. Irgendwie. Ich muss was probieren, oder? Ich probiere es später. Ich finde es irgendwie schade, dass ich das auch mache. Das schaut einfach cool aus. Ah, scheiß auf Unboxing. Probieren. Ich kann nicht anders. Ich muss probieren. Oh, das war's jetzt. Ich sag echt lecker. Das haben wir schon gehabt. Ich will eine andere Form. Oh ja. Ich werde jetzt auch wieder mit dem Realtalk Wochen-Challenges machen. Ich will wieder Wochen-Vlogs machen. Vielleicht Monat-Vlogs, schauen wir mal, wie viel Material ich so zusammenkriege unter den Tagen. Auf jeden Fall. Ja, ich will guten Content liefern und das ist gar nicht so einfach in letzter Zeit für mich und darum will ich auch mehr Abenteuer. Ich habe was vor, gewisse Projekte, aber die kann ich erst machen, wenn ich wieder Geld habe. Aber dann nehme ich euch mit auf Abenteuer. Vielleicht auch ein bisschen reisen, ich meine, die Deutschlandreise war ein bisschen fail, aber ja, wir werden reisen. Das ist auch cool. Das ist lieb. Lieb. Oh, Digga. Ich will es wieder zusammen. Mini-Controller. Und ihr denkt so, oh, was mache ich mit einem Mini-Controller? Oh, das ist fucking USB-Stick. Das ist ein fucking USB-Stick. Das ist cool. Da will ich viele Daten draufgeben und verschenke ich auch zu meinem 1-Million-Abo-Special. Na, sind coole Sachen dabei. Dabei bin ich sehr zufrieden mit der Box. Ganz besonders mit dem Classic Gameboy da. Das ist richtig cool. Hat sogar einen Akku. Kann man aufladen. Cool. Auf jeden Fall Retalk Challenges will ich wieder machen. Ich schaue in letzter Zeit viel auf mich. Das brauche ich auch. Ich brauche viel Me-Time. Und ich muss ein bisschen wieder kreativer werden, aber jetzt wo der Frühling erwacht und so, kann man eh wieder mehr draußen machen, ist schön draußen. Also, ist gut, oh Gott, was geht. Es ist ein LED Gaming Mousepad. Ein LED Gaming Mousepad. Oh, nice, von Call of Duty Ghost. Nice. Das war ein richtig cooler Call of Duty Teil. Die Kampagne war cool. Okay, meine lieben Freunde. Ihr seht mich gleich später und ich probiere noch die Sachen aus, da ich noch ein bisschen was reinschneiden kann. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ich will wieder mehr für euch machen, ich muss einfach meine Kreativität anregen. Am liebsten hätte ich ein paar YouTube-Friends, die mit mir Videos machen, aber die muss man erstmal finden, ne? Aber das wird schon, Leute. Wir gehen den Weg des YouTubers, des Schamanen. Eigentlich, ich wollte früher mal wirklich Schamane werden, aber jetzt YouTube-Schamane. Okay, liebe Freunde, wir sehen uns gleich. Okay, es ist jetzt dunkel und in meinem Auge leuchtet es schon. Da ist das Mousepad, kann man verschiedene Farben einstellen, ist eigentlich ziemlich nice. Muss man halt an Strom anstecken, hat keinen Akku oder Batterie. Und dann dieses Teil hier, da kann man die Farben wechseln. Jo, also ich find's cool.
muss ehrlich sagen, ich find's cool. Okay, meine lieben Freunde, das war's mit den Unboxing und ein bisschen Real Talk. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich tue jetzt das Video schneiden und falls noch mal was einfängt, sehe ich euch noch. Und sonst, Leute, ich wünsche euch frohe Ostern. Ein schönes Wochenende, einen schönen Ostermontag. Dass alles geil ist. Dass schöne Ostereier bekommt und so. Und Leute, wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.